Heute im Uplink: Smartphones im Langzeitcheck, Hackerjagd im Cyberspace und das Asus ZenFone AR. Bis gleich. CT Uplink. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom CT Uplink. Wir sprechen nochmal über das Heft 14, das Grüne, und zwar drei Themen daraus. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute als Gast mit mir hier Jürgen Schmidt, kurz Ju. Hannes Schuller. HCZ. Kurz HCZ. Bernkino Janssen, kurz JKJ. Ju. Okay, dann bin ich MHO. Bin ich. Ach ja, du bist MHO. Die Kürze haben wir noch nicht gesagt. Ja, da können wir eigentlich mal erklären, warum es eigentlich manche privilegierten Kollegen ein zweistelliges Kürzel haben und das Fußvolk wie wir nur dreistellig. Ne? Warum heißt du eigentlich Jü oder JS wie Jürgen Schmidt? Ja, das war das Problem. JS war bereits an den Chefredakteur der iX vergeben und ich hielt es nicht für angeraten, an meinem ersten Arbeitstag den klarzumachen, dass ich jetzt ein Kürzel brauche. Ja. Und Umlaut ging wahrscheinlich nicht. Umlaut weil es fand ich scheiße. Also. Ja, gut. Ja, aber es ist so, ne, dass es früher gab es zweistellige Kürzel und die sind uns irgendwann ausgegangen. Die Veteranen haben das noch. Und dann gab es drei und mittlerweile habe ich schon die ersten mit vier Stellen gesehen. Ja. Ja, seit einem Jahr ungefähr ist das so. Aber wir haben alle drei, du hast auch eins. Zwei. aber da muss man dann auch schon 20 Jahre dabei sein. Eins ist gut. Ja, wie lange bist du da? Keine Ahnung, 25 oder so in den Dreh rum. Ja, also schon ziemlich alt. Na gut. Mal gucken, wann denn die fünf Stellen kommen. Genau. Das, ich will ein einstelliges. Ja, das haben wir gerade, aber da musst du noch irgendwas anders machen, weiß nicht. Genau, aber jetzt reden wir über das Heft. Jetzt wisst ihr, warum die Kürzel drunter stehen. Was drüber steht, hat ganz groß in diesem Heft Hannes verantwortet. Du hast ja nicht alle verbrochen, wollte ich gerade sagen. Nein, nicht verbrochen, verantwortet. Du hast dafür gesorgt, dass die Kollegen mal geguckt haben, welche Smartphones sie so besonders lang in Benutzung haben. Ja. Und wie gut das funktioniert, weil bei uns ist ja die Fluktuation, also bei manchen Kollegen, also vor allem bei euch im Ressort, ist die Fluktuation schon immens. Also da muss man jede Woche gucken. Aber ihr habt ein paar gefunden, die auch so richtig lange halten. Ja, also halten tun die sowieso alle relativ lang. Also ich kann mal so ein paar Beispiele nennen. Ja, ne? Es war so, dass wir halt, ich habe da auch zum Beispiel mal ein iPhone 7 noch drin, was jetzt halt noch weit unter einem Jahr alt ist. Oder das S7 von Kino war auch drin, aber es waren halt auch genauso Geräte drin, die 2-3 Jahre von den Kollegen benutzt wurden. Manchmal oder meistens wurde das zur längeren Liebe, manchmal aber auch so ein bisschen zur Hasstirade. Und das Highlight war dann halt das Ding hier, das ist das S7 von Kino. Nee, das ist das, ist das geschrumpft. Nokia 6310i vom Kollegen Hartmut Gieselmann. Der hat das sehr, sehr lange benutzt. Es ist nicht exakt das Gerät, weil ihm sein Originalgerät gestohlen wurde irgendwann. Und dafür gibt es auch guten Grund, weil das bei eBay bringt es 50 bis 120 Euro. Ach, von 6310, immer noch. Krass. Ja. Das ist total krass. Und warum? Aber da haben wir etliche von dem Schrank liegen, ne? Ich glaube, es ist viel Nostalgie. Ja, also ich habe noch extra eins, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe extra eins bestellt, um ein Foto zu machen, weil ich dachte, wir hätten keins. Habe dann festgestellt, dass das auch nicht funktioniert. Und es war jetzt auch nicht so allzu leicht, die Kommunikation mit dem Verkäufer. Ich dachte, mit dem Handy die Kommunikation. Ja, nee. Also es lud nicht und es geht auch bis heute nicht an, aber es ist halt eine geile Farbe, ne? Und dann habe ich festgestellt, dass wir noch zwei Stück im Schrank haben und in unserem Handymodell. Und eins liegt auf meinem Schreibtisch noch. Ach, du hast es. Ich habe das gerade gesucht. Ja. Okay, gut. Ja, gut zu wissen. Jetzt haben wir halt eins, was nicht funktioniert. Ja, also so ein Geräte waren auch dabei. Und aber auch ziemlich durchmischt. Also es waren auffällig halt viele Nexus dabei halt, weil wir das halt immer bevorzugen wegen des blanken Androids. Es waren eine ganze Menge Samsungs dabei, Apple. Ein iPhone, ja. Und halt so quer durch die Bank halt von wenigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren an Benutzung halt. Und was habt ihr denn jetzt, du hast, glaube ich, auch gleich am Anfang das geschrieben. Also man hat ja das Gefühl, dass einfach, wenn sie älter werden, sie langsamer werden, allgemein. Genau. Aber wäre das jetzt, also... Ja, also erstmal gab es so ein paar Punkte, die irgendwie jeder mehr oder weniger erwähnt hat, genau, und eins war davon die Performance und eigentlich sagt ja jeder von seinem Handy, das ist irgendwie langsamer geworden als beim Start
Und zum Teil stimmt es auch, wobei man dazu sagen muss, mit Benchmarks konnten wir es nicht belegen. Es ist so, wenn man, also gerade bei Android, wenn man mal den Cache dann gelöscht hat und sich nicht allzu viel an den Treibern oder so geändert hat, dann bleiben die Benchmark-Werte komplett gleich, weil halt auch vieles, also all das, was den RAM belastet, was da für Programme im Hintergrund laufen und so weiter, die werden normalerweise sowieso dann rausgeschmissen, wenn ein Benchmark läuft. Das macht halt, machen halt die Betriebssysteme immer noch, das Management. Ja, und das, was sich langsam anfühlt, ist ja zum Beispiel das Laden von Apps. Und das wird ja in den Benchmarks nicht abgebildet. Genau, das wird in den Benchmarks nicht abgebildet. Beziehungsweise, es hat halt auch viel mit Psychologie zu tun. Nicht nur, das sage ich nicht, aber es hat halt auch einfach damit zu tun, wenn man ein Gerät längere Zeit hat, vor allem wenn man es mal ein Jahr oder sogar zwei Jahre hat, ne, dann hat man schon mal ein neueres Gerät in der Hand gehabt und was anderes ausprobiert und merkt halt auch irgendwie, die haben sich weiterentwickelt. Klar. Das erinnert mich so ein bisschen, als ich beim Daimler am Fließband Autos lackiert habe. Am Anfang hatte ich so einen Stress, hinterher zu kommen mit den Autos und am Schluss war es easy. Ja. Also wahrscheinlich ist auch, wenn man, genau, man gewöhnt sich dran, man weiß genau, wo man drücken muss und dann ist irgendwann die App langsamer als man selbst. Genau, als man selbst, ja. Darf ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Leute, die bei Mercedes arbeiten, die sagen immer beim Daimler. Woher kommt das? Das ist irgendwie so. Das schwäbisch. Sagen das alle? Das ist schwäbisch, ja. Ich arbeite beim Daimler. Das kommt da so in der Gegend, ist das üblich. Ja. Okay, also wir arbeiten beim Heise. Gewachsen. Ja, hier ja nicht. Da sagt man auch immer der Keno oder der Martin. Ja, ja, stimmt. Das wollte ich nur kurz wissen. Okay, jetzt sind wir alle raus. Ja. Worüber haben wir geredet? Ja, ich kann mich über eine Rolle anmelden. Also, das mal. iPhone. Das iPhone. Nee, sorry. Also, das war so ein Teil. Natürlich, die haben aber auch genauso Probleme, wenn der Speicher, dieser Flash-Speicher da drin, wenn der fast voll ist. Mhm. Ist es so ein bisschen wie bei SSDs halt auch auf dem Rechner. Man braucht halt immer so sagen wir mal so 10% oder so, 5-10% freien Speicher einfach, um halt Auslagerungsdateien darauf zu legen und so weiter. Das trifft natürlich auf wenige Benutzer zu. Also ich glaube, die wenigsten mit zumindest solchen modernen Geräten wie wir, also so mit 32 GB aufwärts, hat halt wirklich zu 99% den Speicher voll. Aber das ist halt auch ein Faktor, der mit einwirken kann. Ich war überrascht, als ich Kinos Handy mal in der Hand hatte, wie ruckelig das jetzt schon ist, aus meiner Sicht. Was war deins? Du hast ein S7. Das S7, genau, das normale. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich dir das gegeben habe, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber da war der Speicher auch wirklich komplett voll. Ah, gutes Beispiel. Und was interessant ist, dass Android das nicht meldet. Also ich hatte das bei älteren Android-Geräten, dass Android, der irgendwann gesagt hat, übrigens, sie haben nur noch, keine Ahnung, 200 Megabyte freien Flash-Speicher. Das sagt gar nichts, interessanterweise. Also mein S5 sagt noch Bescheid regelmäßig. Das hat nur 16 Gigabyte und da kriege ich es immer mit. Vor allem kann man auch nicht aktualisieren. Keine Ahnung, vielleicht habe ich da irgendwas mal. Aber war denn die Idee von dem Test jetzt auch zu gucken, ich zum Beispiel jetzt, ne, ich bin mit meinem S5 jetzt, ich möchte mir jetzt was Neues kaufen, aber nicht was Neues, sondern zum Beispiel. Die Idee war vor allem, wenn ich das, weil wir hatten ja die Idee zusammen, ne? Oder? Darf ich das mal sagen? Klar, ja. Dass wir einfach gedacht haben, dass wenn wir bei uns im Mobilressort Smartphones testen, dann haben wir meistens immer nur ganz kurz Zeit dafür. Ja. Das heißt, wir benutzen die zwar im besten Falle auch eine Zeit privat, aber weißt ja selber, wie das ist mit den Deadlines. Also ein paar Wochen meistens. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir einfach mal sagen, die Geräte, die wir wirklich privat über viele Monate benutzen, dass wir denen ja nur wirklich auf die Spur kommen, was die Qualität angeht. Und auch gerade, was so Sachen angeht, die man erst mitbekommt, wenn man die halt ganz lange in der Praxis benutzt. Zum Beispiel, dass Alex und mir aufgefallen sind, dass beim S7 so kleine Mikrokratzer auftreten. Was beim iPhone übrigens auch passiert ist. Trotz dieses hoch angepriesenen Gorilla-Glases. Ja. Es ist halt irgendwie, also das ist auch eine Erkenntnis, ne, Gehäuse und das Frontglas, so, die sind alle nicht von Beschädigungen frei, egal wie man es behandelt. Es sind überall Kratzer drin. Aber ja, genau, und die Erfahrung haben wir halt und uns geht es auch manchmal so, wenn wir irgendwas getestet haben und das entweder gekauft haben oder dann doch nochmal länger benutzen, weil es eine Dauerleihgabe ist, dass wir da auch manchmal ins Grübeln kommen und denken, habe ich das jetzt richtig eingeordnet, jetzt fällt mir doch das und das auf oder so. Ne? Das ist halt nicht alles immer unbedingt feststellbar und in dem Labor halt testbar, sondern das sind halt Dinge, die im Alltag auffallen
Und dann uns halt auch dementsprechend manchmal erst nach Monaten oder Jahren, oder wir kriegen dann auch manchmal Hinweise von Lesern, die dann sagen, ja, hier, ich habe das Ding jetzt lange gehabt und damals habt ihr das und das gesagt und mich stört immer mehr das und das, so, ne? Also auch eine Sache, die wir halt normalerweise nicht testen können, einfach ist halt, wie hält das Gehäuse einen Fall aus, ne? Also genau, wenn es einem einfach mal hinfällt, so. Meins hat jetzt ziemlich gut gehalten, wobei ich halt auch hinten schon einen Kratzer habe. Das ist das erste Mal, dass mir passiert bei einem Alugehäuse, dass ich einfach einen fetten Kratzer hinten habe. Keno hat den Falltest auch mehrmals durchgeführt und hat jetzt aber einen merkwürdigen Schaden. Das ist halt nicht gesplittert, sondern das kannst sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Hat halt einfach so quasi Luft unter der Scheibe, ne? Oder so ist es. Ja, so. Ja. Das ist halt, das in halt einem Bumper abgelöst. Ist mir das runtergefallen auf auf Stein. Kann man das hier sehen? Das ist noch die falsche. Achso, genau. Also hier jetzt hier an der Ecke ist. Man sieht es auch in dem Artikel, da habt ihr es sehr schön hingelegt, dass man das aber sieht. iPhone, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei deinem ist. Meines ist mir innerhalb kürzester Zeit zweimal aus der Hosentasche auf Kacheln gefallen. Da habe ich sozusagen die Idiotensteuer gezahlt und ein neues Display gebraucht. Und mittlerweile nur noch mit Bumper. Ja, ich habe bislang Glück gehabt, aber ich habe das auch ist halt einer von den immer Glück gehabt bislang. Dafür ist für mich, bei mir hat die Frontscheibe ziemlich zerkratzt und das hat halt nichts damit zu tun, was die Hersteller halt immer behaupten. Ne? Boah, das ist ja krass. Ja, das ist total krass. Überall Mikrokratzer. Und das gilt für alle Geräte, oder? Also das gilt für alle Geräte, genau. Also wir haben es jetzt halt nicht nochmal, das ist ja auch schwer nachzutesten, nochmal für alle. Deswegen haben wir halt wirklich die Sachen rausgestellt, die den Benutzern aufgefallen sind, gestört haben. Es gibt schon so ein paar Parallelen in den Artikeln. Also es ist immer, wird nochmal das Gehäuse erwähnt. Wir haben immer nochmal ein Auge auf die Performance geworfen, was jetzt zum Beispiel beim iPhone weniger ein Problem war, einfach weil der anders mit den Apps umgeht. Wir haben nochmal die Laufzeit untersucht und da auch sogar nochmal im Labor nachgemessen. Das ist natürlich ein bisschen weicher Wert jetzt im Labor, weil jeder sein Gerät anders lädt, mit anderen Ladeperioden und auch natürlich andere Programme jetzt drauf hat, die eventuell im Hintergrund laufen. Aber da ist grundsätzlich die Erkenntnis, ja, die Akkus leiden ein bisschen. Also ich habe jetzt zum Beispiel in einem Dreivierteljahr ungefähr 2 Stunden Laufzeit eingebüßt von so ursprünglich 14 Stunden Videolaufzeit. Aber normalerweise ist es halt so, dass die Lithium-Ionen-Akkus, die altern halt nicht mehr wie diese Uralt-Batterien, dass sie irgendwie einen Memory-Effekt haben oder langsam immer schlechter werden, sondern normalerweise ist es so, das kann man auch bei den Nexus 5 oder so zum Beispiel, was wir da drin hatten, feststellen, dass es halt auf einmal, so nach 2-3 Jahren, auf einmal so einen harten Schnitt geht, wo die Akku-Performance extrem in den Keller geht. Ein Gerät hatte jetzt, ich glaube, das war das Nexus 5, hatte jetzt wirklich nur noch 2 Stunden Videolaufzeit, also eigentlich unbenutzbar mit dem Akku. Da war der Akku kaputt, würde ich sagen. Der Akku war defekt nach der Zeit, der war nicht mehr benutzbar. Weiterer Faktor war halt das Display. Da hat sich, abgesehen mal von der Scheibe, hat sich niemand drüber beschwert und das haben wir dann auch nochmal nachgeprüft. Und weder bei den LCDs noch bei den OLEDs haben wir Veränderungen im Blickwinkel, in der Farbdarstellung oder so feststellen können. Und das war ja am Anfang immer eine Sorge bei den OLEDs, dass durch die organischen... Sie altern. Dass die unterschiedlichen Subpixel, die unterschiedlichen Farben, dass sie unterschiedlich altern. Es ist, ich glaube, grün, das weiß ich nicht mehr genau. Das weiß Ulrike, die sind ja auch unterschiedlich groß und so weiter. Plus das ist halt nicht eingetreten. Das war, glaube ich, bei den allerersten OLEDs so, aber inzwischen... haben sie das so gut im Griff, dass man da hätte jetzt auch passiert. Und auch die Helligkeit. Erwarten können, dass eventuell die Helligkeit auch schlechter wird. Und der Witz war wirklich, dass bei den beiden S7, bei diesem S7 und S7 Edge, haben wir nochmal nachgemessen und die haben beide nochmal 50 Candela pro Quadratmeter mehr bekommen auf einmal bei der neuen Messung. Das wird sicher Firmware sein. Das liegt garantiert an der Firmware. Samsung hat auch nochmal grafisch auf diesem Schiebeschalter für die Helligkeit sogar nochmal so einen kleinen roten Bereich hinzugefügt, wo man halt nochmal drüber hinausschieben kann. Und das sind die 50 Candela mehr jetzt. Also die sind auf lange Zeit jetzt ausgelegt, offensichtlich die Displays, und da braucht man sich nicht viele Sorgen machen, außer man benutzt das Ding halt wirklich so lange wie der Kollege Giesemann. Und es gab aber auch so lustige Detaildefekte, zum Beispiel mit meinem übersensiblen Feuchtigkeitssensor zum Beispiel, der sich auch bei... Feuchtigkeit in der Buchse. Richtig, genau. Ach, das meldet er dann immer, oder richtig. Was? Richtig. Nee, das ist ständig, also wenn es eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann fängt das Ding an zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr aufgeladen werden, weil ich bin feucht. Ist das allgemein oder ist das jetzt irgendwie was du nur bei deinem Gerät gemerkt hast? Nee, das ist nur bei meinem Gerät. Das ist keine Ahnung, was da mal schiefgelaufen ist.
Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, aber das ist so ein, ja, so klar, ein kleiner... Ja, was ich beim iPhone nie hatte. Also ich habe das zweimal schon abgewaschen und dann das iPhone Probleme. Ist eigentlich auch nicht was hätte ich. Ne? Doch. Das genauso. 7er schon. Ja. Ach ja, das 7er die Murke da so ein bisschen rum. Apple traut sich nicht so richtig, das sich festzulegen, aber ja, an sich schon. Wir haben die ja in großem Stil, diese Akkuprobleme, von denen ich auch betroffen bin, dass also bei Außentemperaturen unter 20 Grad gehen die Akkus dann innerhalb von einer halben Stunde von 80% auf 20, 10, unter 1. Unter 20 Grad? Ja, ja, das ist das bei 15 ist ja, Grad ist ja, oder so. Das ist also ein Fehler, der also eigentlich bei mir nur draußen auftritt und dann stürzt auf einmal der Akku ab. Und also ich kenne das auch, aber nur darüber berichten sehr, sehr viele Leute. Apple behauptet aber, das ist okay so oder also ist irgendein Fehler, der sich irgendwie nicht... Ja, du bist halt einfach in einer falschen Klimazone. Ne? Ja, genau. Du wohnst nicht in Kalifornien. Ja. Also das heißt also, dieses Ding kann ich quasi außen nur noch mit externem Akku betreiben, weil zum Teil hat es nicht mal den Weg mit dem Fahrrad von mir zu Hause bis hierher ins Büro. Oder überlebt. Du baust dir so eine Handyheizung. Ja, so mit so einem Wärmepad. Du musst sie immer am Körper tragen. Aber insgesamt sind die ja jetzt getestet haben, natürlich, also prinzipbedingt sind die Leute alle zufrieden damit? Genau, weil sonst also die sind schon zumindest einigermaßen positiv alle ausgefallen. Alle haben ein bisschen was zu beschweren, aber es gibt jetzt wenige, die sagen, ich will das niemals wieder irgendjemand empfehlen. Ja. Das liegt natürlich auch daran, dass die meisten von uns sich dann doch so ein bisschen mit beschäftigen vor dem Kauf, ne, und gewisse technische Ahnung auch mitbringen als CT-Redakteur und da offensichtlich halt selten wirklich voll in die Grütze gegriffen haben. Und auch unterschiedliche Ansprüche haben. Also nicht jetzt nur mit dem Nokia, also damit könnte ich ja nun nichts machen. Aber es gibt auch Kollegen, also gerade der Kollege Jan Schüssler, der hat da auch einen Beitrag drin, der schickt alle 2-3 Monate durch die Redaktion eine Verkaufsmail, dass er sein Handy wieder verkaufen will. Erstmal, weil er ziemlich experimentierfreudig ist und offensichtlich da auch manchmal daneben greift. Genau, was noch ist, Updates. Da habt ihr auch ein bisschen die Erfahrung. Ja. Also genau, wir haben es jetzt nicht nochmal einzeln untersucht, wann, wer, wie lange, welche Updates bekommen hat. Aber grundsätzlich ist es halt dasselbe Fazit wie immer, dass die Geräte, die von Google kommen, also Nexus und die aktuellen Pixel jetzt einigermaßen gut versorgt werden, dass sich auch das ein bisschen gebessert hat mit den Sicherheitspatches, ne? Dadurch, dass es halt nicht immer ein großes Update geben muss, sondern halt auch in Form von diesen Sicherheitspatches halt mal was Kleineres kommen kann, hat sich es gebessert. Beim S7 waren die Kollegen nicht so richtig zufrieden mit dem Update auf Android 7, da gab es Probleme. Und ansonsten, ja, beim iPhone ist es halt wie bei den Nexus auch, ne? Wenn der Hersteller was rausgibt, ist es halt dann sehr schnell da. Ja. Genau, aber es war noch. Aber es ist auch nicht immer von Vorteil. Also gelegentlich verbessert sich die Performance mittlerweile mit einem Update. Aber es gibt halt auch Fälle von Geräten, die danach nicht mehr benutzbar waren. Bei einem Update ist es problematisch, weil man halt auch nicht mehr manuell zurück kann. Ja, eben. Bei Apple sowieso nicht und bei Android nur sehr, sehr schwer. Und manchmal, wenn es dann halt schon sowieso ein sehr lahmes Gerät ist, ein sehr zähes, sollte man halt lieber mal in Foren gucken und ein bisschen abwarten, ein paar Tage oder Wochen und schauen, was die Leute sagen. Also wir haben halt immer noch dieses Paradebeispiel, die Redaktion hatte mal in großer Anzahl iPads in Benutzung, iPad 1. Und die wurden quasi komplett alle ausgenockt mit dem letzten Update. Ich weiß nicht mehr genau, auf welche auf iOS-Version, wahrscheinlich 8 oder sowas. Und die landeten danach eigentlich alle im Schrank oder in der Ecke oder im Handymuseum bei uns. Okay, krass. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn es dann schon wirklich sowieso hakt. Am Ende kannst du noch den Satz vervollständigen. Genau. Alle bitte mitschreiben. Alle ich diktiere den jetzt. Ja, genau. Alle, die Strecke aufmerksam gelesen haben, so wie ich jetzt, nicht nur in Vorbereitung der Sendung natürlich. Also der letzte Artikel stammt vom Kollegen Christoph Windeck über das Moto G in der dritten Generation. Und der letzte Satz ist leider zur Hälfte verloren gegangen. Ich habe noch nicht genau nachgeforscht, an wen es dann gehakt hat. Aber es gibt eine Korrektur im nächsten Heft und da lest ihr den Rest. Okay. Ich weiß gar nicht, worum ging denn der letzte? Es ging darum, um die Android-Updates. Ja, genau. Erst kam das Android-Update, dann ein Update. Ja. Zwei Wochen später ein weiteres Update, dann. Und dann habe ich geblättert. Da. Und Cliffhanger. Was ist passiert? Wir machen das jetzt wie bei Serien. Okay. Das ist jetzt bei jedem zweiten Artikel in der CT so, dass einfach das Ende offen ist, damit die Leute das nächste Heft kaufen. Dann ja, es kann ja nichts allzu Schlimmes sein, weil sie hat S hat 4 von 5. Nee, also ich kenne den Wortlaut jetzt nicht auswendig, aber zusammengefasst ist es so, dass
es wohl ein paar Updates gab, relativ schnell hintereinander und dann erstmal ganz, ganz lange Zeit nichts mehr. Und ich glaube, bis heute ist kein Update mehr gekommen für das Moto G. Dann keins mehr bis heute. Ja, so ungefähr. Okay, noch nicht bitte drauf verlassen, das steht dann im nächsten Heft, das ja jetzt auch nur noch eine Woche entfernt ist. Ja. Das wird man aushalten. Genau, der Rest steht hier drinne. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant, vor allem die ganzen unterschiedlichen Zusammenfassungen von den Geräten, die ich hier immer nur so rumfliegen sehe. Und wenn man bei euch so mal viel Expertenwissen drin und auch nochmal ein bisschen mehr eigene Meinung, als wir uns normalerweise im nüchternen Testartikel erlauben. Genau, sehr cool. So, jetzt kommt ganz viel. Achso, ganz kurz, dahinter ist auch noch ein Artikel, der Tipps gibt, wie man denn eigentlich Gebrauchgeräte kauft und wie man die vielleicht wieder aufmöbelt, repariert etc. Wer drüber nachdenkt oder auch ein älteres Gerät hat, was nicht mehr so richtig funktioniert, findet da auch noch mal Tipps. Sehr gut. Der ist vierseitig, den hätte ich jetzt übersehen. Da habe ich, wie gesagt, den Satz gesucht. Da war ich dann irritiert, deswegen war ich weg. So, von den... jetzt ist meine Überleitung ist jetzt natürlich schon verhindert, deswegen gehe ich direkt einfach zu Ju. Du hast, also Jürgen Schmidt, du hast behandelt, vorhin haben wir gesagt, Hackerjagd im Cyberspace, der Fachbegriff ist Attribution. Es geht, es geht darum, wie finden wir raus, wer hackt? Ja, im Wesentlichen um Schuldzuweisung, der war es oder die waren es. Ja. Nach irgendwelchen Vorfällen, Sicherheitsvorfällen in der IT. Das ist ja gerade so ein großes Ding, weil im Moment ist es immer ganz einfach, da sagt man immer, die Russen waren es. Das ist so mittlerweile ziemlich verbreitet. Vor ein paar Jahren waren es immer die Chinesen. Genau, die Chinesen waren es. Und mittlerweile zeigt man häufig auf die Russen. Und gelegentlich kommt noch Korea vor. Aber mich hat ein bisschen interessiert, was ist denn eigentlich so da die Substanz von solchen Vorwürfen? Wie kommt es zu solchen Festlegungen? Und natürlich gibt es da ziemlich viele so Leute, die das im Wesentlichen für ihre politische oder sonstige Agenda missbrauchen und sehr oberflächlich einsetzen. Aber im Hintergrund gibt es da schon ich würde nicht sagen Wissenschaft, aber schon sehr ausgefeilte Techniken, die da zum Einsatz kommen. Also es hat tatsächlich ein bisschen was mit Detektivarbeit zu tun, was da stattfindet. Und genau das hat mich interessiert. Was passiert da? Was machen die Leute, um festzustellen, wer tatsächlich für was verantwortlich ist? Weil auf Dauer, man mag sich ja auch nicht unbedingt damit abfinden, dass das so ein völlig nebelhafter Raum ist und man nie irgendjemanden zur Verantwortung ziehen kann, beziehungsweise nie Verantwortung zuweisen kann. Und welche Möglichkeiten das dazu gibt, das seriös zu machen, damit beschäftigt sich der Artikel. Und wer macht das, diese Suche? Also was sind das für Leute? Das sind ja jetzt nicht Leute, die das zu Hause machen. Nein, das sind typischerweise Profis. Also den Artikel hat zum Beispiel der Timo Steffens geschrieben, der macht sowas Ähnliches beim Zertbund und dem BSI. Was ist das, der Zertbund? Das Zertbund, ja. Zert ist Computer Emergency Response Team, das sind also Notfallteams. Zertbund ist das, das halt für die, unsere staatliche Infrastruktur als Notfallteam zuständig ist. Und vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, betrieben wird. Okay. Also die werden quasi zum Beispiel gerufen, ich glaube, das war auch erwähnt, dieser Bundestags. Genau, da waren die eben diejenigen, die da Notfallhilfe leisten mussten, analysieren mussten, was Sache war und dann auch die ganzen Rechner und die Netze wieder säubern mussten. Genau, aber erstmal beim Suchen, also die werden dann gerufen und das heißt, die haben ja schon mal Zugriff auf die gehackten Rechner. Das ist ja, ne, also da... Ja. Guckt man dann. Dann gibt es eben eine ganze Reihe von Firmen, die sich mittlerweile darauf spezialisiert haben. Zum Teil eben sind das die Firmen, die eben auch bei solchen Einbrüchen zu Hilfe gerufen werden. Wenn bei irgendeiner großen Firma, bei einem großen Konzern oder einer Bank oder sonst was eingebrochen wird und tatsächlich ein Einbruch festgestellt wird, dann werden sehr häufig auch externe Berater hinzugezogen, um da festzustellen, was ist tatsächlich passiert. Eben Spezialisten. Und diese Spezialisten haben festgestellt, dass sie mit diesen Informationen, die sie da zusammentragen, auch
eben noch einen Schritt weiter gehen können und diese Informationen weiter auswerten können und gucken können, ob sie da nicht Muster entdecken können in diesen Vorfällen. Weil die Basis von dem Ganzen ist im Wesentlichen das, einen einzelnen Vorfall auszuwerten, ist enorm schwierig. Mhm. Dazu reichen die Beweise fast nie aus. Sondern die Basis ist die, dass du einen großen Datensatz hast über 10, 20, 50, hunderte von Einbrüchen und da dann Muster erkennen kannst. In der Vorgehensweise, dass du zum Beispiel feststellen kannst, dass der Einbruch erfolgt ist über eine gut gemachte Phishing-Mail. Da hat jemand auf einen Link geklickt, ist dann auf einer Webseite gelandet, dann wurde von irgendeinem Rechner im Internet Schadsoftware nachgeladen. Und wenn dieser Rechner, von dem Schadsoftware nachgeladen wurde, dessen IP wird zum Beispiel protokolliert oder gefunden. Und wenn da bei mehreren Vorfällen der gleiche Rechner verwendet wird, dann ist es naheliegend, dass die irgendwie zusammenhängen. Ja. So versucht man dann eben die Sachen, diese Einbrüche zu clustern. Also nach ähnlicher Vorgehensweise, und es gibt eine Reihe von Indizien, die eingesetzten Tools, die eingesetzten Server, die IPs und die allgemeine Vorgehensweise, vielleicht eingesetzte Passwörter und so weiter, die ähnlich sind, dann fasst man diese Einbrüche zu einem Cluster zusammen, gibt dem irgendwie einen Namen, Abt1, Abt23 oder Fancy Bear oder sowas. Ja, die kennen wir, ja. Und sagt erstmal, die hängen irgendwie zusammen, da sind irgendwie wahrscheinlich die gleichen Leute involviert. Je mehr Indizien man in die Richtung hat, desto stabiler wird das. Das ist so der erste Schritt der Attribution, dass du erstmal gar nicht genau versuchst, das auf Personen oder Staaten oder Länder oder sowas festzumachen, sondern dass du versuchst, Angriffe zusammenzufassen in solche Gruppen. Und im nächsten Schritt kannst du dann versuchen, diesen Gruppen dann vielleicht auch nochmal irgendwie eine geografische Lokalisierung zuzuweisen, indem du eben in deinen Spuren nach Sachen suchst, die auf eine bestimmte Örtlichkeit hinweisen. Typisches Beispiel sind Zeitzonen, in denen Aktivität stattfindet. Ja, das fand ich auch sehr spannend. Ja, genau. Dass, wenn du zum Beispiel eben feststellst, dass die Arbeitszeiten deiner Einbrecher, weil man muss sich klar machen, die befinden sich sehr häufig bei so Spionagevorfällen über Wochen oder sogar Monate in diesen fremden Netzen und treiben sich darum. Und wenn dann irgendwann diese Hacks aufgeklärt werden, dann kann man eben sehr häufig in Logfiles und so weiter feststellen, zu welchen Tageszeiten waren die aktiv. Stimmt. Und wenn das eben zeitlich kontinuierlich versetzt ist und dann eben auch noch vielleicht besondere Feiertage, die eine lokale Bedeutung haben, in diesem Muster auftauchen, und zwar in vielen Fällen über einen längeren Zeitraum immer wieder, dann kann man eben anfangen zu sagen, okay, die kommen wahrscheinlich aus einer Zeitzone GMT minus 8. Ja. Also. Das ist dann China, oder? Das ist, glaube ich, typischerweise China. Genau. Plus 8. Plus 8, ja. Oh, sorry. Ja, genau, plus. Das wäre jetzt die USA dann. Ich lese das nur gerade. Also ich weiß es auch nicht. Und also so kann man dann also anfangen, das Ganze örtlich zuzuordnen. Oder man findet eben irgendwelche Hinweise auf Sprachen. Da gibt es verschiedene Spuren, die man auswerten kann. Zum Beispiel wird sehr häufig bei solchen Geschichten RDP benutzt. Und der RDP-Client übermittelt dem Server die Spracheinstellung des lokalen Rechners, an RDP dem du arbeitest. Das ist so ein Remote-Desktop-Programm, mit dem du auf den Rechner zugreifen kannst. Und der sagt ihm dann halt, in welcher Sprache dein Rechner, dein Arbeitsplatz, Rechner. Auf welche Sprache der konfiguriert ist. Oder es finden sich irgendwelche Debug-Informationen in den Dateien und damit Sprachen. Ist es denn dann so, dass man es wirklich auf bestimmte Personen teilweise zurückführen kann? Weil ihr habt jetzt auch, glaube ich, ein Bild von einem Social-Media-Account, von einem Hacker. Ja, ja, genau. Also in einzelnen Fällen ist das tatsächlich schon gelungen, auch so weit, dass tatsächlich ein US-Gericht der Überzeugung war, dass die dort zusammengetragenen Indizien genügen, dass in Abwesenheit auf eine Person festzulegen und die zu verurteilen. Das heißt also, da ist es tatsächlich, das sind extreme Ausnahmefälle, aber da ist es tatsächlich gelungen, über eine ganze Reihe von Indizien, eine gerichtsverwertbare Kette aufzubauen, die tatsächlich zu einer Verurteilung geführt hat.
Also was ich das Spannende fand, das hast du ja auch gerade so deutlich gemacht, ist, dass es halt also am Anfang erstmal darum geht, so mehrere quasi Angriffe zu finden, die irgendwie zusammengehören. Und dann ist es sich, kann man sich auch leichter vorstellen, dass irgendjemand macht immer mal Fehler. Also hier schreibst du, dass bei diesem Typen offensichtlich der halt seinen Nickname wiederverwendet hat. Und genau. Das einfach, also das passiert dann und wenn man das einem zuordnen kann, hat man den in dem Netz und kann dann gucken, weil die Fehler machen sie nicht jedes Mal. Das reicht aber schon, wenn sie die einmal machen. Und das klang schon alles nach einer sehr, also zumindest jetzt so im Ergebnis nach einer sehr spannenden Arbeit. Wahrscheinlich ist es am Anfang, wenn man am Quellcode rumguckt. Hilft es denn überhaupt viel? Also ich meine, du hast jetzt gerade schon bei dieser Gerichtsverhandlung halt erwähnt, ne, die sind ja meistens in anderen Ländern und nicht greifbar. Hilft das dann irgendjemanden weiter, um Abwehrmechanismen aufzubauen? Oder, also ich meine, zur Verurteilung kommt es ja so gut wie gar nicht dann wahrscheinlich. Oder ist es halt einfach nur erstmal good to know und... Naja, also wenn du jetzt auf Schutz raus willst, da kann man ja, oder auch juristisch halt, dass man jemanden belangen kann. Das ist halt irgendwie so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also zum einen wird man nur in den seltensten Fällen das tatsächlich gerichtsfest hinkriegen, sondern man kriegt mehr so Spuren, die so ganz grob in irgendeine Richtung deuten. Mhm. Und naja, inwieweit einem das hilft, weiß ich nicht so richtig. Mhm. Aber zumindest denke ich, ist es, wenn wir da irgendwie überhaupt weiterkommen wollen, müssen wir auch irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir über Verantwortlichkeit reden. Ja, es geht ja bis hoch zu diplomatischen Problemen. Ja, genau. Also wahrscheinlich wäre es dann, ist es natürlich schon irgendwie hilfreich, jemandem das zuzuordnen zu können. Ja. Also das Spannende ist halt hier, dass ihr mal schön so zusammengefasst habt, wie das funktioniert, weil wir die Ergebnisse halt so mitbekommen, weil jetzt bei Heise Online kriegt man es halt mit gerade, was ich gesagt habe, als Witz, dass halt immer die Russen sind, aber die USA haben halt im Ende Dezember Botschafter ausgewiesen und so Leute und sie haben zwei so Häuser geschlossen, die haben Russland gehört und da haben sie irgendwie denen 24 Stunden Zeit gegeben und die mussten rausräumen. Danach haben sie mal geguckt, was sie da alles gemacht haben und die haben halt dort von dort aus offensichtlich auch als spioniert. Ich finde es auch generell wichtig, einfach, dass man als Bürger solche Nachrichten einordnen kann, weil steht halt irgendjemand irgendwie auf einer Pressekonferenz und behauptet halt, dass es natürlich der politische Gegner war und auf was sowas basiert und ob man halt, wie weit man dem trauen kann. Ich meine, es kann ja auch genau andersrum sein, dass sie es hundertprozentig wissen, aber keine Beweise vorlegen können oder halt das politisch ausnutzen, wie auch immer so. Dafür ist es halt schon interessant, dass man einfach mal weiß, was steckt hinter sowas oder was müsste hinter sowas stecken, damit es stimmt. Ja. Vor allem, ich meine, es gibt ja auch durchaus Fälle, in denen zum Beispiel in russischen Behörden wurde ein Trojaner gefunden, Remsek. Sowas macht hier halt keine Schlagzeilen. Ja. Und es erschwerend hinzu kommt, dass halt hier niemand an die entsprechenden Hintergrundinformationen kommt, die also eine deutliche eine Attribution ermöglichen würden. Weil um die zu machen, musst du halt also an die Systeme ran, musst im Prinzip das selber untersucht haben. Mhm. Und die Firmen, die solche Attribution machen, in Russland, die werden sich kaum CrowdStrike geholt haben. Mhm. Das ist eine bekannte amerikanische Firma, die Attribution macht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch zu sehen, solche Firmen haben sehr häufig natürlich auch sehr enge Beziehungen zu Geheimdiensten. Also CrowdStrike, das ist kein Geheimnis, die sind sehr eng mit der NSA verbandelt. Mhm. Und die haben... Lustigerweise, die haben so ein Namensschema, diese Cluster, die ich am Anfang genannt habe. Fancy Beer und das sind wahrscheinlich Russland, irgendwelche, ne? Das sind die Russen, und die Chinesen, das sind alle Pandas. Und dann gibt es, glaube ich, noch Spinnen, das sind irgendwelche kriminellen Organisationen. Mhm. Und die Katzen sind die Iraner, die Perser-Katzen. Genau. Und Project Sauron ist unklar. Sauron ist Mordor. Ja. Wobei das Lustige bei diesem Namensschema ist, dass eben Amerikaner, Engländer und andere Five-Eye-Staaten oder sowas, die kommen da gar nicht vor. Mhm. Also ist in deren Attribution-Konzept irgendwie überhaupt nicht... Ja, ich meine,
nicht vorgesehen. Das sind ja auch, also jetzt gar nicht die Vorreiter, aber das sind die, die hochgerüstet haben. Ne? Also ich glaube, die Bundeswehr hat jetzt vor einem Jahr oder so offiziell langsam eine Truppe aufgebaut. Ja gut, aber ich meine, ich würde durchaus erwarten, dass also amerikanische Dienste und insbesondere auch der britische Geheimdienst, dass die sehr aktiv sind und dass die auch in vielen Einbrüchen ihre Finger mit drin haben. Ja. Das Problem ist aber auch ein bisschen, dass die dort eingesetzten Trojaner und Tools und so weiter auch, denke ich, noch mal eine Nummer komplexer sind, weil die einfach technischen Schritt weiter sind. Okay. Das heißt, man versteht weiß darüber einfach weniger, versteht da weniger und kann deshalb auch weniger klare Aussagen machen. Ich wundere mich jedes Mal bei sowas, dass da überhaupt Nordkorea immer vorkommt. Also man hat ja natürlich so ein bestimmtes Bild von dem Land, dass irgendwie 99% der Bürger keinen Internetanschluss haben und dass sie dann trotzdem halt offensichtlich fähige Leute dort haben, die sowas erstellen können. Ob es jetzt Ausländer sind oder Nordkoreaner, wie auch immer so. Aber sie spielen zumindest eine Rolle immer bei diesem Thema, ne? Also ich könnte mir jetzt also schon als Erklärung zumindest mit vorstellen, warum da westliche Staaten nicht auftauchen, weil die, auch wenn wir nun seit dem NSA-Ausschuss mindestens wissen, dass die auch hier alles Mögliche ausspionieren und gucken, dass die schon als Hauptziele da solche Länder haben, also Nordkorea, China, Russland, und dass man dort das vielleicht nicht so... Also dass dort die Leute, die das dort untersuchen, also ich weiß nicht, die NSA hat Angela Merkel abgehört, von daher also, ja, die haben die offensichtlich ein sehr breites Interesse. Ja, genau, sie haben ein sehr breites Interesse, aber diese Angriffe, die halt sich, also zum Beispiel haben die doch, also bei der NSA ist doch klar, dass sie dieses iranische Atom, also diese Atomversuchsstätte da infiziert haben mit... Ich weiß nicht, ob das die NSA war, aber Stuxnet. Das waren zumindest Amerikaner und Israelis. Und das heißt, wenn im Iran das eine Firma untersucht, dann stellt die ihre Daten ja nicht online. Also deswegen werden wir das nicht erfahren. Also auch wenn wir es erfahren haben, aber wir haben es genauso erfahren wie... Und die andere Sache ist natürlich auch noch ein bisschen, dass wie die Art und Weise, wie Medien funktionieren. Weil also ich meine, so eine Schlagzeile, die Russen waren es, zieht halt immer und... bringt halt immer irgendwie Klicks und Leser, während also irgendein Fall in Saudi-Arabien, da wurde bei so und so eingebrochen, das interessiert halt irgendwie nicht so viele Leute. Klar, und da dann eine Schlagzeile, das war eventuell, was weiß ich, der französische Geheimdienst, das ist irgendwie hier kein so richtig großer Renner. Ja. Und von daher fokussieren sich auch die Gruppen, die solche Attribution machen, also zumindest die kommerziellen, sehr häufig ein bisschen auf die spektakulären Fälle. Das kommt ja noch dazu, dass sie sich natürlich darauf konzentrieren, was Schlagzeilen macht, wo ihr Name dann drunter steht. Ich hatte noch als, weil du das mit der Konsequenz, hatte ich gerade noch, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Vielleicht fällt es mir später ein. Fällt dir bestimmt nach Ende der Sendung ein. Das fällt mir genau nach Ende der Sendung ein. Dann können wir jetzt mal zu Keno machen, wenn es mir wirklich... Wir machen dann noch... Wir machen zu Keno. Wir wechseln zu Keno und ich habe vergessen, was ich noch sagen wollte. Deswegen fällt dir bestimmt ein. Ja, aber das haben wir jetzt geklärt. Dann ist es zu spät. Und oder wir warten jetzt einfach, bis es Martin wieder einfällt. Der Schlimmste. Jeder kann einen Kaffee trinken. Lassen die Kamera einfach weiterlaufen. So Kettchen hier so... Und wir brauchen diese Jeopardy. Ich weiß es. Danke euch. Gibt es eigentlich Ergänzungen? Das kommt dann nicht so. Die Konsequenz war, dass diese Geschichte in den USA, die es jetzt gab mit diesen Phishing-Attacken, die nun wer auch immer gemacht hat, um da Daten von den Demokraten und wo auch überall abzuziehen, hatten ja offensichtlich die Konsequenz, dass sie in Frankreich so darauf vorbereitet waren, dass sie ganz viele falsche E-Mail-Postfächer und so zur Verfügung hatten, die Leute dann da eintragen konnten, als sie jetzt... als wer auch immer das nun war, auch wenn es angeblich die Russen waren, gemerkt hat, der Macron ist jetzt der, auf den wir uns konzentrieren müssen, haben sie da diese Phishing-Mails alle bekommen und die haben einfach Passwörter eingetragen und haben sie verwirrt. Zumindest ist so die Geschichte, ob das jetzt so gewesen ist oder nicht, aber offensichtlich haben jemand daraus gelernt und hat gesagt, zumindest mit diesen Phishing-Mails können wir jetzt umgehen und sorgen einfach dafür, dass sie irgendwelche E-Mail-Postfächer finden, die... gefälscht sind. Wettrüsten. Das war jetzt total wichtig. Und in der Zeit, jetzt können wir aber wirklich zu Keno wechseln. Keno hat jetzt hier direkt schon wieder angefangen. Ich bereite schon hier vor. Kinos Aufmerksamkeitsspanne ist schon vor. Nein, ich bereite das nur vor, damit wir den Zuschauern hier schöne Sachen zeigen können. Wir können ja mal kurz einfügen. Dominosteine. Du hast das Asus ZenFone AR getestet. Das habe ich hier in der Hand. Das ist ein
Android-Smartphone, damit kennst du dich auch aus, was die Google Tango-Technik eingebaut hat. Und Google Tango ist die Augmented Reality-Plattform von Google. Die Augmented Reality ist ja, dass ich sozusagen in die echte Welt oder in ein Bild der echten Welt grafisch oder Computergrafik generierte Elemente einbaue. Und das ging wie bei der Google Glass. Das war einfach nur ein Display, was einfach nur rumgeschwebt ist und wo dann einfach irgendwelche Sachen eingefügt worden sind oder angezeigt worden sind. Richtiges, meiner Meinung nach, richtiges Augmented Reality, da analysiert man die echte Welt und passt dann da geometrisch korrekte, passt diese Computergrafik geometrisch daran an. Das heißt, ich kann dir einen Hut aufsetzen und das sieht dann wirklich genauso aus, als hättest du wirklich einen Hut auf. Also genau, nicht so wie bei Pokémon Go, was als AR-Spiel immer erzählt wurde, aber wenn ich das Handy bewegt habe, ist der Pokémon immer mit. Richtig. Also der ist nicht stehen geblieben. Richtig. Und ich meine, das war schon, also es wird ja, die meisten Google Glass-Anwendungen, da wird ja gar kein Bild in die Umgebung eingebaut, sondern ich gucke einfach irgendwo hin und dann steht da oben irgendwie, dass ich eine neue Mail gekriegt habe oder wie spät es ist. Das hat ja nichts mit der Umwelt zu tun. Ja. Während bei Pokémon Go ja zumindest, da soll ja der Eindruck erweckt werden, dass das Taubsi wirklich da vor mir auf dem Bürgersteig steht. Und es ist ja zumindest auch einigermaßen okay, weil das wirft dann Schatten auf den Bürgersteig, das Pokémon. Aber wie du sagst, das Tracking funktioniert nicht richtig. Das heißt, wenn ich die Kamera bewege, dann bewegt sich das Viech auch mit. Und genau das soll verhindert werden mit diesem Project Tango. Wenn wir hier mal in die Detailkamera, die hier auf dem Tisch, die flache, wenn wir die mal anschmeißen könnten. Genau. Man sieht hier, wenn man jetzt mal ein normales Handy, nehmen wir mal das iPhone, daneben legt, dann kann man halt sehen, dass hier in dem iPhone einfach nur eine RGB, ein normales Kameraobjektiv eingebaut ist, während hier ganz viele Sensoren zu sehen sind. Ein normales, großes, ein kleineres und hier noch anderes Zeug. Und da sind insgesamt 3 Kameras drin, wenn man das so nennen kann. Und zwar einmal die normale RGB-Kamera, also genau die gleiche wie im iPhone. Dann noch eine sogenannte Bewegungskamera, die ein Weitwinkelbild aufzeichnet und sozusagen versucht, die getrackten Objekte im Bild zu halten. Und ganz wichtig, eine Infrarot-Time-of-Flight-Kamera, die ein Infrarot-Signal absetzt und dann guckt, wie lange wird das, wann kommt zurück und dadurch Entfernungen messen kann. Ah, okay. Und dadurch ist dieses Problem, was du geschildert hast mit den Pokémon, kann dadurch natürlich deutlich verbessert werden. Weil das Handy wirklich genau weiß, da ist der Fußboden, richtig, da ist die Kamera und ganz genau. Wenn wir hier so ein kleines Türmchen bauen, ich habe hier nämlich gerade schon vorbereitet, so eine App, mit der man Dominosteine. Den Zuschauern kannst du es sogar zeigen und wir müssen es uns jetzt erklären lassen. Genau, können wir mal auf diese Kamera umschalten. Ah, jetzt haben wir natürlich gerade hier den Vorführeffekt. Ich starte das nochmal neu, das erholt Tightsacht. Also für unsere Zuhörer, wir sehen die Kamera, wir sehen das Handy, wie es gerade nichts macht. Ach doch, jetzt macht es was. Sagt er wieder, hold tight. Wir müssen mit in die kleine Kamera gucken. Was sagt er? Hold tight. Still halten. Oh. Und es passiert nichts. Ich schmeiß die App mal raus. Also das ist auf jeden Fall eine App, die heißt Domino World. Die bringt ungefähr gar nichts, aber die soll... Aber schmiert oft ab schmiert und startet ab. Schlecht. Und was man damit machen kann, ist, dass man halt in der echten Welt einfach... jetzt funktioniert es. Jetzt können wir nochmal auf die Kamera gehen. Jetzt sieht man, wenn ich das hier so in die Kamera halte, sieht man das echte Bild. Und ich kann jetzt hier Dominosteine... jetzt steht hier so ein Dominostein, liegt auf meinem Handy drauf. Ist das jetzt so wie bei der HoloLens, wenn du jetzt das Handy mit der Kamera woanders hinhältst und dann wieder zeigen. Zurück zu dem Platz kommst, dass die dann da noch stehen, an derselben Stelle. Ah. Und hier kann man auch sehen, dass tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, bisschen hoch bitte, ist es tatsächlich auch die, das ist Kino die Höhe, die Höhe meines Handys sozusagen damit eingebaut jetzt wird. Und achso, jetzt spiegelt sich, ich sehe schon. Also man sieht hier für die nur Zuhörer, man sieht hier auf dem Display halt den Tisch, den CT-Uplink-Tisch, wo 4 Dominosteine draufstehen, die allerdings nicht wirklich da sind. Genau, also wir sehen und wenn ich jetzt mal das Handy bewege und wieder zurückgehe,
dann sind die immer noch exakt an der gleichen Stelle. Und kannst du damit auch interagieren jetzt? Ja, ich kann jetzt Start machen. Und kannst dann du die umstoßen? Okay. Jetzt sind die halt umgekippt. Aber so mit dem Finger oder sowas geht noch nicht. Das geht ja bei der HoloLens so halbwegs. Das geht da nicht. Okay. Was man hier auch noch machen kann, ist iMeasure. Das ist tatsächlich von Google eine App. Da kann ich jetzt ausmessen, wie. Oh, Entschuldigung. Da sind ja schon genug Kratzer auf dem iPhone. Einmal über den Tisch. Aber ich kann jetzt zum Beispiel die CT hier hinlegen. Wenn wir nochmal auf die Detailkamera hier hinter mir gehen können. Und jetzt kann ich einfach mal ausmessen, wie hoch ist eigentlich die CT. Und dann mache ich hier diesen grünen Punkt. Kann man das sehen? Sieht man das? Ja. Mach hier so. Und mach dann so. Dann ziehst du ein virtuelles Maßband. Genau. Darüber. Und dann sagt mir das Ding 28 cm. Und ich glaube, DIN A4 ist tatsächlich, oder? Es könnte auf jeden Fall hinkommen. Wenn du jetzt 5 Meter gesagt hättest oder so, dann hätten wir das angezweifelt. Ja, das ist auch. Aber das ist ja, irgendwie sind das alles nur Demo-Apps bislang. Richtig. Oder? Das ist halt ein bisschen das Problem. Mhm. Asus hat hier auf dem Teil schon, 12 Apps vorinstalliert, die angeblich die besten. Und die einzigen wahrscheinlich? Insgesamt sind es 30 oder so. Ja, es ist schon, finde ich, schon einigermaßen okay, wenn man bedenkt, das muss man vielleicht noch dazu sagen, es gab Tango bislang nur in Entwicklergeräten und es gab ein normales Smartphone, in Anführungsstrichen, also ein Mainstream-Consumer-Smartphone, das war das Lenovo? Ja, genau. Ja, das Lenovo Fab 2 Pro. Wer kennt's nicht? Pro, ja. Und das ist halt wirklich das war recht günstig, das war aber richtig, ein richtig fetter Brocken, also es war viel schwerer. Das war auch nur ein Entwicklergerät. Also ich meine, das war so, von der Aufmachung und so, wollte das halt niemand kaufen. Ja, weil das wollte niemand kaufen, weil das Ding halt total fett und schwer gewesen ist. Und es war auch total untermotorisiert, es war auch noch lahm. Und das ist jetzt das erste Handy, was man benutzen kann, sag ich mal. Das ist Asus, diese Zenfone-Reihe. Ich glaube, das ist immer aktuell, ist das Zenfone 3, glaube ich. Ne? Ja, Zenfone 3 Deluxe ist es, glaube ich. Und das ist, ich habe die verglichen, das ist also wirklich nur ein minimaler Unterschied zu dem. Das heißt, es ist auch nicht viel größer. Das braucht doch wahrscheinlich auch eine ganze Menge Rechenpower, oder? Diese da ist ein Snapdragon, 821 drin, also der. Weil das halt schon relativ lange in Entwicklung ist, halt das High-End-Gerät von vor einem Jahr. Mhm. Und was auch erstaunlich ist, auf dem Testgerät sind 8 GB Arbeitsspeicher drin. Das habe ich beim Android-Telefon noch nicht gesehen. Könnte natürlich auch darauf hinweisen, dass gerade die Anwendungen halt besonders viel brauchen. Ne? Richtig. Und trotz dieser 8 GB hat man es manchmal, dass man manuell Apps abschießen muss, damit die anderen laufen. Okay. Wie ist das? Also ist alles noch ein bisschen buggy. Akku, also wenn du das jetzt machst, sieht das dann merklich Akku? Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass man es beobachten kann. Tut es. Also es ist schon, wird schon warm. Und zieht natürlich auch Akku, es geht aber. Das ist also alles okay. Das ist also ein schönes Gerät, ein schönes Handy, auch mit einer netten Kamera. Aber es kostet halt 900 Euro. Und ich weiß halt nicht, ob es mir das wert wäre. Wird er jetzt noch? Aber damit ich das mal ein bisschen besser verstehe, was wäre denn irgendwie eine richtig coole App oder Anwendung in 2 Jahren, die es für so ein Gerät geben könnte, die dich dazu bewegen würde, dir so ein Ding zu kaufen? Also erstmal halte ich. Nur mal so ins Blaue gesponnen. Nee, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal halte ich persönlich, finde ich AR geil, aber ich finde das total blöd, dass da ein Handy dazwischen ist, weil ich will die Welt so wahrnehmen, wie ich sie halt wahrnehme mit meinen Augen und dann sollen da irgendwelche Sachen drin sein und ich will nicht dieses Zwischengerät, weil dann, das bedeutet für mein Gehirn nämlich eine Abstraktion, dass ich sozusagen noch einmal die echte Welt auf diesem Display sehe und das ist blöd. Deswegen will ich eine Brille haben, die Augmented Reality macht. Das gibt es noch nicht so richtig viel. Es gibt die HoloLens, die wir ausprobiert haben. Es gibt die Meta 2, die ich noch nicht persönlich gesehen habe, und die Magic Leap. Das sind so die drei großen. Die geben, in Anführungszeichen, ne? Also Magic Leap ausgesuchter Kreis hat sie gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass du den Hand nehmen kannst wie das oder die HoloLens. Richtig. Und dann ist natürlich die Frage, welche Apps sind dann sinnvoll? Die einzige App, die hier drauf, die ich witzig finde, ist iStaging heißt. Hier sind aber mehrere dieser Apps drauf. Das ist halt eine Möbel-App, wo ich in meinem Wohnzimmer, können wir auch hier mal ausprobieren, wo ich irgendwo hin zeige. Ja. Und dann kann ich bestimmte Möbelstücke, zum Beispiel auch so verrückte Lampen oder so einen Hängestuhl, kann ich dann einfach hier in die Gegend hängen. Achso, hier brauche ich Internet und habe ich hier leider nicht. Kann ich doch nicht zeigen. Und, aber das sieht einigermaßen echt aus. Genau. Aber das nützt ja halt nichts, wenn da
also ich meine, was sind da für Händler drin? Richtig, das ist nämlich das Ding. iStaging ist... Also wenn IKEA nicht dabei ist, dann ist ja, schon halb Deutschland raus. Also. Richtig, iStaging ist ja asiatisch, dann gibt es noch irgendwie AR Home Design, das ist sehr US-zentriert und die Amerikaner haben ja auch möbelmäßig, sagen wir mal, einen anderen Geschmack mit diesen dunklen Holzmöbeln und so weiter. Ja. Aber... Du hast IKEA schon gesagt. Ja. IKEA hat sich ja schon committed für Apple was entwickeln, weil Apple hat ja, ungefähr parallel zum Launch dieses Geräts AR-Kit oder AR-Kit angekündigt auf dem WWDC. Da haben wir auch schon mal einen Ablenk drüber geredet. Und das habe ich nicht so ernst genommen, muss ich ehrlich sagen. Hat aber. Ja, die haben auch nicht viel gezeigt. Nee, aber die Entwicklergemeinde. Die sind hyper wie Sau, weil die sagen, ey, das ist mega geil, ich kann einfach in Unity ist so der Standard, die Standard 3D-Engine, wo auch viele Computerspiele und VR-Anwendungen drin gemacht werden. Ich kann super einfach AR-Anwendungen machen und das funktioniert mit dem iPhone 7 super mit der reinen RGB-Kamera. Und ich habe also mehrere Videos auf YouTube gesehen, wo Objekte, also zum Beispiel so ein Flugzeug, was irgendwo draußen hingestellt worden ist, was, obwohl der Mensch total mit dem Handy rumhampelt, wirklich exakt an der Stelle bleibt. Ohne diese besondere extra Infrarotkamera. Und dann fragt man sich natürlich, warum kriegt denn Apple das fast besser hin? Weil ich meine, so richtig geile Apps sind da nicht. Warum kriegt jetzt Apple das nur mit der RGB-Kamera besser hin als Google mit dem ganzen Schnickschnack? Es war auch kein iPhone 7 Plus, mit dem sie es gezeigt haben, sondern ein normales iPhone 7, glaube ich. Ne? Ja. Mit einer einzigen Kamera. Und bei dem iPhone 7, da hättest du ja schon wieder mehr Möglichkeiten durch zwei Kameras und so. Aber Nee, und vor allem, das ist ja genau umgekehrt. Du brauchst ja eigentlich eine zusätzliche Weitwinkelkamera, damit du die Objekte möglichst lange in der Sicht hältst. Und da ist ja nur zusätzlich eine Telekamera drin beim iPhone. Ja, stimmt. Das ist ja eher kontraproduktiv. So richtig eine App, also was du jetzt, also du hast es ja gesagt, eigentlich warten wir auf die Brille oder bei mir die Kontaktlinse. Mhm. Also weil das ist jetzt dann trotzdem weiter eine Spielerei. Also ja, ich weiß nicht, du hast es so ein bisschen abfällig gemeint, dass du willst irgendwie Gegenstände platzieren können. Also für mich wäre der Mehrwert von AR tatsächlich zusätzliche Informationen einzublenden. Mhm. Also wenn ich mit dieser Kamera dich filme und ich habe ein chronisch schlechtes Namensgedächtnis, und Zum Beispiel, blendet mir dann Jan Keno ein, dass ich irgendwie nicht jedes Mal stottern muss. Sexuelle Präferenz. Ja, du hast auch Suarez gelesen. Ja, ja, natürlich. Buchempfehlung Dämon von Suarez. Unbedingt lesen. Ja. Genau, ist ein gutes Buch. Aber das wären tatsächlich coole Sachen, die ich mir wünschen würde irgendwann. Oder das ist der Eiffelturm. Oder guck mal, der große Wagen. Ja, ja, also gerade solche Tourismusanwendungen. Bloß du willst halt nicht immer die Welt, du willst nicht durch dein Handy gucken. Irgendwann das in der eine Brille zu haben, klar. Aber das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Ingenieursherausforderung, das irgendwie in tragbares Format zu bringen. Aber überhaupt erstmal diese Transferleistung, Objekte in dem Bild zu erkennen, die zuordnen zu können und das am besten lokal. Und also, ich weiß nicht, also weil wenn das alles irgendwie mit Cloud gekoppelt ist, dann wird es schon ziemlich schnell ziemlich scary. Das denke ich auch. Ja gut, da kommt man wahrscheinlich nicht mehr raus. Ne? Ja. Also. Das glaube ich, ist echt ein zweischneidiges Schwert. Also bloß das Ding ist halt, dass im Moment, also bei dieser Smartphone-Lösung, das finde ich halt auch ein bisschen schwach von Google, dass sie jetzt Tango so Halbseiden promoten, aber dass Google selbst auch nicht tolle Apps macht, sondern die App, die Google auf einigen Veranstaltungen schon gezeigt hat, ist so eine App vom amerikanischen Naturkundemuseum, glaube ich, wo du dir einfach einen Dinosaurier in den Raum stellen kannst. Und das ist nett und niedlich, aber das ist halt ein grob gerendeter Dinosaurier, der sich bewegt und man denkt so, hä, ja, toll. Wo ist denn da jetzt der Mehrwert? Also jetzt habe ich jegliche Lust darauf verloren. Oder auch die Spiele, ne? Die Spiele, es gibt irgendwie so ein Spiel, wo man so eine Burg bombardiert und dann öffnet sich halt auf meinem Tisch öffnet sich dann halt so eine große Spielfläche. Aber ich sehe sowieso hauptsächlich die Spielfläche, dass das auf meinem Tisch stattfindet. Ja. Ich will da nicht immer so mein Handy, will nicht immer so meine Umgebung fotografieren. Ja, außer es ist halt ein Spielelement, dass du halt drumherum gehst und irgendwie. Tue ich aber nicht. Ja, also das wäre halt wiederum cool, ne? Oder wie bei der HoloLens, bei dieser Minecraft-Version, die immer noch niemand gesehen hat. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass es halt von Vorteil ist, wenn du mal auf die andere Seite gehst und unter irgendwas drunter guckst oder sowas. Ne? Es gibt auch, zum Beispiel, kennt ihr Katamari Damacy, dieses Katamari? Ich wusste schon nicht, was es ist, als ich es gelesen habe. Ja, okay. Ja, ich liebe das, bin großer Fan davon. Was ist denn das? Das ist ein japanisches
ein sehr weirdes japanisches Spiel, wo eine Spielfigur ihre Umwelt einrollt. Das heißt, du rollst dann erst dieses Handy ein und wird dann immer größer und irgendwann ganze Bäume und Häuser und irgendwann rollt dieses Viech das komplette Universum ein, also ganze Planeten. Und der Macher davon, der hat auch so ein AR-Spiel für Tengo gemacht, wo deine Umgebung anfängt zu leben, wo so ein quadratisches Wesen, so ein Kastenwesen sozusagen, läuft dann in deiner Wohnung rum und dann kannst du so eine Wolke nehmen und darüber platzieren und dann regnet das und so kleine Rätsel lösen. Das ist schon ganz niedlich, aber obwohl ich super Fan bin von Katamari und dem Entwickler, habe ich das nach 5 Minuten auch aufgehört, weil halt ich gedacht habe, ohne AR machen, ne? Du könntest das halt so auf dem Bildschirm machen. Also für mich sind das halt alles Spiele, wo ich sagen würde, okay, wenn mein Handy das könnte, würde ich es mir auf jeden Fall mal angucken. Ja. Dann so ist das. Die Frage ist jetzt, wie viel kostet jetzt dieses Gerät mehr als das ohne Tengo, das gleiche gibt es ja offensichtlich. Du hast gesagt, Es ist das vom Verein. Ja, so, es ist also nicht ganz identisch, aber so ähnlich. Das kostet 100 Euro mehr. Und dafür kriegt man aber auch noch Daydream-Kompatibilität. Daydream ist ja das VR, die VR-Plattform von Google. Und das ist halt auch der unique selling point, weil Asus kann nicht sagen, das ist das erste Tengo-Phone, sondern sie sagen, weil es gab ja schon das Fab 2 Pro. Genau. Mal gucken, genau. Sondern sie müssen jetzt sagen, das erste Android-Phone mit Daydream und Tengo. Okay. Und es ist aber leider auch kein Daydream-Headset mitgeliefert, aber das hat halt ein gutes OLED-Display. Also es ist schon cool. Aber 900 Euro ist halt 900 hart, ne? Sind. Also sind 100 Euro mehr als das andere und 900. Ja. Okay, also noch, mich hast du jetzt noch nicht überzeugt, auch wenn das irgendwie schon... Das war auch, glaube ich, Kenos, nicht Kenos Absicht. Nee, natürlich, aber es ist schon... Also du, so wie du es gesagt hast, also ich habe ja, es gibt immer noch dieses sehr beängstigende Video, wie das irgendwann aussieht für uns alle, wenn wir alle in der AR rumlaufen mit unseren Brillen. Nee, das soweit sind wir mit dem Ding auf jeden Fall noch lange nicht. Wollen wir zum Abschluss noch ein kleines Quiz machen? Mach noch zu dem Fingerabdrücksensor. Aber während du suchst, sage ich nochmal, also das ist durchaus ein ordentliches Handy. Es hat auch mehr, ist immer die Kamera wichtig, hat ein schönes Display, Akkulaufzeit, okay, dieses Kunststoffrückseite ist jetzt nicht so toll. Das gehört sicherlich zu den 5 besten Handys, die es im Moment zu kaufen gibt. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo ich 900 Euro für ausgeben würde. Okay, das ist doch auch ein Fazit. Das heißt, es wird nicht in einem Jahr im Langzeit-Smartphone-Test landen, der dann wiederkommt mit dem Nokia nochmal, das dann immer noch nicht angeht. Auf das Quiz müsst ihr jetzt. Aber wir warten natürlich. Achso, aber was man natürlich noch sagen muss, mache ich auch immer gerne nochmal. Warten natürlich auf die Apple-Ankündigung des neuen iPhones, weil dann werden wir nämlich sehen, ob das iPhone tatsächlich nicht zusätzliche 3D-Sensoren hat, weil man munkelt, es hat sie nämlich doch. Ja, und welche Version vielleicht auch? Verschiedene iPhones kommen. Ach so, ja, genau. Aber dass es ein iPhone gibt, das womöglich auch so eine Tengo-Technik hat und bringt Apple wirklich eine Brille, weil dann könnte es echt interessant werden. Also wenn Apple das schafft, so eine Brille, die so gut ist wie die HoloLens für den Consumer-Bereich, das wäre schon hart. Also, aber es ist alles noch Gerücht. Brauchen wir noch nicht drüber diskutieren. Aber ja, wir wissen, dass mittlerweile ein iPhone kommt, neues. Und egal, was spekuliert wurde bislang, ob Fernseher, Auto oder was weiß ich. Ja, das stimmt. Es kam nichts davon, gar nichts die letzten Jahre. Wir wissen aber ja, dass es eine IKEA AR-App gibt. Ja, und ich glaube, dass das wahrscheinlich die allererste AR-App gibt, die wirklich praktisch sein wird. Also in Bezug auf die Brille ist Apple ja generell bei den neuen Produkten sehr konservativ geworden. Und das ist eher Wunsch, glaube ich. Also das können wir dann gucken, wenn es soweit ist. Richtig, das machen wir dann. Dann schauen wir mal, ob Apple uns überrascht. Erstmal haben wir jetzt das Asus ZenFone AR. Mhm. Und das kann man sich ja mal angucken. Bei dir kann man es jetzt auch im Video, haben es ja alle gesehen, besser als wir hier. genau. Und ansonsten habt ihr jetzt noch eine Woche für die CT14. Und nächste Woche gibt es dann einen neuen Uplink zur CT15. Mal gucken, wer da ist. Bis dahin, schöne Woche, schönes Wochenende. CT. Ciao.